Wenn du deine Kohle wieder hast, dann kannst du mich doch laufen lassen. Sollte ich das wirklich tun? Wir sind jetzt doch quasi quitt. Aber du wirst verstehen, dass ich die ganze Sache nicht so einfach auf sich beruhen lassen kann. Was hast du vor? Weißt du, was ich an Zigaretten hasse? Es ist nie ein Aschenbecher in der Nähe, wenn man einen braucht. Hast du das jetzt endlich kapiert? Keine Bullen mehr. Ich hab dich nicht verstanden. Keine Bullen mehr. Und wenn dich jemand nach deinen Verbrennungen fragt, dann hast du dich einfach beim Kochen verbrüht. Okay. Ich will das laut und deutlich hören! Ich hab mich beim Kochen verbrüht! Fein. Fein. Wenn du weiterhin so ein braver Junge bleibst, dann sind wir quitt miteinander. Ansonsten. Und das alles nur, weil du damals den guten Stoff in den Ausguss geschmissen hast. Du hättest dir so viel ersparen können. Mach das lieber nicht. Du weißt doch, Rauchen ist ungesund. Frag mal den Kleinen da. Jemand zu Hause? Jemand zu Hause? Hey, wer ist denn da? Moment! Olli! Hey, ich wusste gar nicht, dass du wieder da bist. Hi, was hast du vor der Tür gemacht? Ich suche meine Kontaktlinsen. Seit wann trägst du Kontaktlinsen? Das sind so bunte Partydinger, die habe ich als Gag. Damit ruiniert man sich nur die Augen. Sag mal, hast du durchgefeiert? So ähnlich. Ich hau mich noch mal hin. Ist ja komisch. Irgendwie sind halt alle komisch. Endlich, das hat ja ewig gedauert. Entschuldige, ich war gerade noch im Bad. Naja, das macht nichts. Sag mal, ist dir bei dem schönen Wetter nichts Besseres in die Finger gefallen als dieser dicke Pullover? Ja, mir war plötzlich so kalt und ich glaube, ich krieg eine Erkältung. Was hast du denn mit deiner Hand gemacht? Ach, das ist. Da habe ich mich beim Kochen verbrüht, das ist nichts weiter. Aha, ein Verband, aber das ist nichts weiter. Den habe ich nur angelegt, damit sich die Brandblase nicht entzündet. Na ja, komm, dann schaue ich mir das mal an. Da gibt es nichts zu sehen. Ja, das überlass mal mir, hm? Ah, so habe ich mir das gedacht. Hat man euch beim Erste-Hilfe-Kurs nicht beigebracht, wie man einen Wundverband richtig anlegt? Komm, ich zeig dir mal, wie das richtig geht. Das
jetzt mal auf. Was für die kleine Brandwunde reicht das schon? Aber wenn es sich entzündet, dann gehst du zum Arzt. Versprochen? Versprochen. Sag mal, wieso bist du eigentlich hier? Ich dachte, wir sollten mal reden, oder? Jetzt kann ich aber nicht. Dann sehen wir uns morgen im Bistro zum Frühstück. Das klingt gut. Okay, dann gehe ich jetzt und wir sehen uns morgen um 10. Du hör mal, du weißt aber, dass man so einen Wundverband alle 24 Stunden wechseln muss. Das mache ich. Und Oliver, lass besser die Finger vom Kochen. Machst du mir bitte auf? Ja, klar. Oh, Hallöchen, Oliver. Morgen, Nicole. Hi. Du? Ich dachte, du bist schon längst weg. Ich fahre jetzt doch nicht. Ja, warum nicht? Ich muss mich nicht mehr verstecken. Meine Probleme haben sich erledigt. Ja, das ist mal eine gute Neuigkeit. Das finde ich auch. Willst du einen Kaffee? Nee, danke. Ich bin eigentlich nur gekommen, um meine Schulden zu bezahlen. Okay. Was ist denn da passiert? Das passiert eben, wenn man zu blöd zum Kochen ist. Ich denke, deine Probleme haben sich erledigt. Ja? Wie gesagt, das war ein Unfall. Ehrlich. Ja, schon gut. Nur wenn du mal jemanden zum Reden brauchst, du weißt, du kannst immer herkommen. Oliver, du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin, dass wir endlich wieder vernünftig miteinander reden können. Das bin ich doch auch. Und vielen Dank nochmal für deine Unterstützung. Blut ist eben dicker als Wasser. Bevor du wieder in finanzielle Nöte gerätst, ich hab's dir ja schon angeboten. Hast du nicht Lust, deinen alten Job hier bei mir wieder aufzunehmen? Ist das dein Ernst? Na, ich könnte dich gut gebrauchen. Dann überlege ich's mir nochmal. Ich hätte dich dann auch besser unter Kontrolle. Dann gebe ich mir Mühe und werde dich nicht enttäuschen. Oliver, mal im Ernst, du weißt, da gibt es noch einiges zu bereinigen. Hallo, Guido. Oh. Einen wunderschönen guten Morgen, Charlie. Morgen. Hallo, Oliver. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Was ist denn mit deiner Hand passiert? Hast du dich verletzt? Kleiner Betriebsunfall. Ah, erzähl. Nichts. Ich hab mich beim Kochen verbrüht. Oh, das muss schrecklich wehtun. Hm. Haben Sie schon gefrühstückt? Bis jetzt noch nicht. Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Das ist furchtbar nett, vielen Dank. Aber eigentlich wollte ich nur schnell einen Espresso nehmen. Ah, okay. Außerdem will ich die familiäre Atmosphäre nicht stören. Oliver, du solltest in Zukunft besser auf dich aufpassen. Sonst passiert dir vielleicht noch mal so ein Betriebsunfall. Schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch, Guido. Ein netter Mensch.